Ost. Amber. So, also wir sind wieder unterwegs als Forscher in der Vergangenheit, als Wolf in dem Fall. Ach, hier kann man rein. Ein Sammelobjekt. Haarschmuck. Das hat man gesteckt, um sich zu schmücken. Das muss der Frau eines der Sinchi-Wachen gehört haben. Eine einfache Bauernfrau hätte niemals ein prachtvolles Accessoire getragen können. Wegen mangels Geld halt, ne? Mangels Masse. Ach, hier kann man noch weiter rein. Ja, den habe ich wohl eben übersehen, ja. Das ist... Ja, eben, deswegen. Gucken wir mal hier rum. Ne, hier kann man nicht. Jetzt backen wir gerade wieder eine Grafik fest. Ja, da sind wir gerade durch den Boden wieder gefallen. Hier tief runter. Ente meinst du? Lernen wir mal Ente, weil irgendwie müssen wir ja hier runterkommen. Wasser. Ich habe dieses Spiel erkannt, dass wir das wir sind. Jetzt ist sie hier lang geschwommen, also schwimmen wir hier lang. Einfach damit uns nichts geht. Ist hier irgendwas? Wasser ist es immer so ein bisschen schwierig, sich zu orientieren, dass man nichts vergisst an Winkel, wo irgendwo noch ein Pilz sein könnte. Man freut sich ja für jeden Pilz, den man bekommen kann. Das ist einfach nur so. Das hat eigentlich gar keinen Hintergrund, dass man Pilze sucht. So, jetzt sind wir wieder zurück, wo wir waren. Also keine Pilze. Wundert mich bei diesem großen Areal. Gehen nur mal kurz.
kurz gucken hier, ob hier was liegt. Das konnte ich jetzt Viech nicht sehen. Ist das Viech schon weg? Ah ne, da hinten liegt er doch. So, wir retten den, okay? Nächste. Ente. Aha, ein Sammelobjekt. Ocarina. Ocarina. Oh, Carina. Kann ich auch sagen, ne? Oh, Carina. Ja, ein Musikinstrument, handgefertigt aus Tierknochen. Dieses Tierknochen hergestellt, Carina. Ja. Die Tonfarbe jedes einzelnen war vollkommen einzigartig. Ja, klar. Logisch. Ja, jeder Knochen ja anders. Ich werde schon wieder müde. Es tut mir leid. Da ist wieder ein Feuerchen. Ja, du hast ja auch zu wenig geschlafen. Oh, ein Geißbock. Ah, da muss ich hoch. Mäh. Wir kommen später wieder. Ein Meißel. Lass mich raten, er dient, um irgendwas zu meißeln. Ein recht feiner Meißel, vermutlich für kleinere Statuen und ähnliches. Ah, wir nähern uns dem Ende. Man sieht es. Ja, ich muss mich ja hier noch ein bisschen umschauen. Dann komme ich wieder. Jammerbill. Von hier sind wir doch gekommen, oder? Aber dann verliert er echt die Übersicht, ne? Da ist noch ein Gebäude. Aha, da ist noch ein Pilz. Das muss ja dann der See sein, von dem wir gekommen sind, theoretisch. So, hier hatten wir das eine Sammelobjekt gefunden. Ich verliere echt die Übersicht. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, dass ich irgendwo war da noch ein Feuer. Ah, da ist noch ein Sammelobjekt. Du sollst nicht heulen, du sollst nehmen. Ein Kumpelwürfel. The cake is a lie. Aha, der Kuchen ist eine Lüge. So, das könnte für vieles benutzt worden sein. Dinge beschweren oder vielleicht zum Klettern. Aha. Ja, das weiß ich auch nicht. Erklärungstexte sind teilweise sehr sinnleer. Kommt drauf an, wie der Fels ist. Das wäre aber merkwürdig. Da ist der Pilz wieder, den wir schon gefunden hatten. So. Aber ich hatte doch hier noch ein Feuer gesehen. Wo ist denn das hin? So, jetzt kommen wir ja wieder zur Zickchen. Hier. Da wollen wir ja nicht sein, weil wir wollten ja noch ein Feuer auslösen. Hier war doch irgendwo noch ein Feuer.
Oder habe ich es echt mich verguckt? Ich habe mich verguckt zu haben. Ja, die hat mich eigentlich fort. Na gut, dann habe ich mich da echt verguckt. Dann war da kein Fall mehr. Na gut, dafür haben wir jetzt noch ein Sammelobjekt mehr gefunden. Ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt müssen wir zum Zickchen werden, weil ich da kommen wir nicht. Ja, wir wissen es doch, wir sind ja nicht doof. Weil da kommen wir als Wolf nicht hoch und Vögel sind nicht in der Nähe, also werden wir wohl Zickchen werden müssen. So, was können wir denn an Zickchen machen? Oh, okay. Das ist ja etwas. Wir schubsen dich runter. Los, geh runter. Gehst hier so blöd, du Angeber. Los, komm, geh runter. Naja. Gut, dann nehmen wir. Das? Ein Wolf? Kannst du ihm helfen? Ein Wolf, der unter einen Stein eingeklemmt ist. Du konntest schon immer gut mit Tieren umgehen. Oh nein! Ganzes Rudel. Die sind nicht freundlich. Talent, was das anging. Anscheinend hast du neue Freunde. Anscheinend.
Okay, hier können wir nicht hoch. Hier gibt es nichts zu holen. Hier rausgehen. Okay. Ja, doch. Sie können das. Oh, was ist das denn? Eine Statue? Das sieht aus wie eine Statue. Nicht, dass man darüber springen kann. Aber ich bin ja so dumm und versuche es. So. Pilz! Es war sicher nicht einfach, hier durchzukommen. Wohin wolltest du denn? Tja, wohin wollte ich? Ich wollte irgendwohin. Irgendwohin, wo ich weiterlaufen kann, vor allem. Nein, du fällst mir da nicht runter. Welchen Baumstamm? Nein, das glaubt nicht, dass ich da dran komme. Herr Rammen. Aha. Nein, ich wollte doch nicht runter. Er sagte hier, irgendwas vom Wendeeinrahmen könnte man halt ziehen. Aber ich weiß noch nicht, was, wo hier Wände sind, die man... Ah, da! Beeindruckend. Der Bau muss Jahrhunderte gedauert haben. Dieses Volk war noch ehrgeiziger, als wir es waren. Aber sie sind nicht fertig geworden. Was ist hier nur passiert? Wo geht es hier weiter? Darunter? Nein. Darüber? Ah, nee, hier geht's weiter, glaube ich. Wir müssen hier irgendwie... Hier geht's runter. Wenn er mich lässt. Er lässt mich aber nicht.
scheint so, als ob ich hier weiter langlaufen muss. Hast recht. Ja. Yay. Ja, ja. Sehen. Danke. Oh, wie geht's denn hier weiter? Tja. Okay, ich hab schon. Jetzt ein Ara ist deine Lieblingsfilme. Könntest du mal landen? Landen. Landen. Will ich landen? Anscheinend. Ja. Oder Platsch, genau. Was macht sie jetzt? Was tun sie da? Aber was ist mit... Sieh nur. Er hat's geschafft. Schön. Da habt ihr euch wieder. Ja, aber Mama und Papa alle tot. Super. Tante und Onkels und Oma und Opa auch. Alle tot. Und alles nur wegen mir. In dem Fall. Also wegen der Person, die wir spielen, quasi. Ja. Naja. Oh. Treppe runter. Aber das machen wir gleich erst. Erstmal hier oben sehen. Eitzigchen. Eitzicke. Ja, ist ja noch nicht mal eine Beleidigung, wenn ich eine Ziege eine Zicke nenne, weil sie ist ja schließlich eine, ne? Aha, hier kann man was freimachen. Da muss ich erstmal eine Zicke für werden, richtig. Nur weil wir es können. Verwandte quasi. Ah, hier kann man runter. Ah, okay. Verstanden. Na, dann müssen wir ja erst die Treppe gehen. Ja, die wird ja auch irgendwo hinführen.
Tja. Ja, okay. Geht's nirgendwo höher? Das ist schon mal cool. Da sind wir hier völlig umsonst im Kreis gelaufen. Komm. Ja, den nicht du mal. Er macht Scratching. Ich will gar kein Scratching machen. Stretching meine ich. Scratching ist was anderes. Also hier ist sonst nichts, hier ist nur das Feuer und die Treppe. Also, gehen wir mal die Treppe runter. Aha, nur ein Sammelobjekt. Transportsystem für Steine. Das muss verwendet worden sein, um schwere Gegenstände zu heben. Ah, ist ja herrlich. Ich finde diese Informationen, diese Beschüttung, Settingen. Gar nicht, aber man kann es auch gar nicht. Wir sollten gerade mal die Start machen. Guck mal, so weit kann man die Kamera gar nicht heben. So, also dann kommen wir jetzt nur noch rüber. Dann machen wir es und brechen durch die nächste Zeitbarriere. Erinnerungsbarriere. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Lust Ubo. Bis dann. Tschüss.